Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Wetzold, meine Wiki-Welt und von Impero Caligula. Denn es ist mal wieder soweit für unser Kamingespräch. Hallo Caligula. Ich grüße dich. Ja, du bist in Schwarz-Weiß. Das hat eine kleine Vorgeschichte. Wir hatten so ein bisschen Probleme mit deiner Webcam. Da haben wir gesagt, machen wir es stilecht in Schwarz-Weiß. Wir erklären das, dass die nicht perfekte Auflösung zum Stilmittel. Denn wir haben tatsächlich heute ein Thema, das weitgehend in Schwarz-Weiß-Fotos auch auf uns gekommen ist, nämlich das Thema Nationalsozialismus und Machtergreifung. Das ist der erste Teil dieses Gesprächs. Wir werden also bis zum Jahr 1939 gehen und den Zweiten Weltkrieg und die Folgen werden wir dann in einem zweiten Gespräch uns vornehmen. Ja, ist natürlich ein Riesenthema, ein schwieriges Thema und du bist auch Experte. Also du hast dir das auch zum Schwerpunkt in deinem Studium gewählt gehabt, ne, soweit ich weiß, in Geschichte. Das ist richtig. Ich habe zwei Hauptfächer studiert, also unabhängig voneinander, Sozialwissenschaften und neuere Geschichte. Und mein Spezialgebiet war Drittes Reich, Innenpolitik. Da ich das Gefühl hatte damals erst, also einmal, dass sowohl der Holocaust wie auch der Krieg sehr weit schon erforscht ist und kommentiert und die innenpolitischen Ereignisse den meisten, trotz der ausgiebigen Berichterstattung, die über das Dritte Reich ja auch in unseren Medien immer kommt, die ganze innenpolitische Dinge, also ich meine, alleine sowas wie diese Versuche, die Landwirtschaft oder sowas zu organisieren, neu zu organisieren, wie dort Visionen auf Realität traf, das ist alles den Leuten völlig unbekannt in der Breite. Und das fand ich eigentlich schade und dachte, das wäre ein durchaus wichtiges Feld, das sich nachzuarbeiten lohnt, sich nicht immer auf die typischen Themen nur zu konzentrieren. Ja, vor allem, es ist ja so, dass der Nationalsozialismus gern ja so von hinten bewertet wird, also von dem katastrophalen und desaströsen Ausgang des Ganzen. Das ist richtig, Man muss natürlich verstehen, auch wenn man die Machtergreifung und die ersten Jahre irgendwo sich vornimmt, dass das ja alles noch nicht da war, ne? Und auch natürlich nicht offensichtlich für die Menschen. Also wenn 1933 zur Wahl gestanden wäre, machen wir 1939 Krieg, wären die Nazis natürlich nicht gewählt worden. Ja, ich denke, das kann man relativ klar sagen. Denn am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hat es, soweit ich weiß, keinerlei Kriegshurra gegeben, sondern die Leute waren eigentlich geschockt. Ja, ja, vor allen Dingen ist es auch nicht ganz unwichtig zu sagen, dass es in weiten Teilen der westlichen Welt schon eine Sicht auch gab, dass der Nationalsozialismus, der Faschismus und der Faschismus, was ja zwar unterschiedliche Dinge sind, aber dennoch sozusagen ja sehr effizient seien und von vielen, in vielen anderen Ländern, die dann Kriegsgegner waren später, als sozusagen die Zukunft angesehen wurde. Einige Zeit, ja. Das war also nichts ungewöhnlich. Also unsere Sicht durch den Krieg und durch das Bekanntwerden des Holocausts hat sozusagen rückwärts unsere Sicht in eine Weise gebracht, die den Zeitgenossen am Anfang, also wie der Aufstieg kam und auch in den ersten Jahren, durchaus nicht eine so vorherrschende Sicht international gewesen ist. Also ich möchte an der Stelle mal eine Anekdote aus meiner Familie hier einstreuen. Also mein Großvater war ja auch im Krieg, also wir waren beide im Krieg, aber von dem ich jetzt rede, hatte das Glück, dass er die längste Zeit des Krieges als in der Verwaltung in Frankreich verbracht hatte während der Besetzung, weil er eben gut Französisch konnte und da irgendwie in der Besetzungsverwaltung einfach irgendwie tätig war. Und er hatte sich in Frankreich mein Großvater war aber wirklich ein Gegner der Nazis. Er hat auch berufliche Nachteile in Kauf genommen. Er war ja eigentlich Akademiker, hat dann aber in einem nicht akademischen Beruf gearbeitet, weil er eben sich da nicht dem System irgendwie andienen wollte, ne? Und er hat sich in Frankreich mit jemandem angefreundet, der aber begeisterter Fan von Hitler war, so weitgehend, dass er seinen Sohn Adolfo nannte. Das ist also eine so praktisch vertauschte Sichtweisen auf den National. Aber was man damit sagen, also es ist von Hitler und dem Nationalsozialismus in den 30ern
und noch bis eigentlich vielleicht bis 1940 auch noch eine unglaubliche Faszination ausgegangen. Also das war nicht so, dass man den als den großen Allbeelzebub einheitlich gesehen hat, sondern es gab durchaus erhebliche Sympathien auch für Hitler. Ich meine, er war, glaube ich, mal Mann des Jahres auch des Time Magazins, was ja so ein bisschen auch diese ganze ja, Ambivalenz auch zeigt. Also, dass das. Und ja, man müsste natürlich noch tiefer analysieren, was damals los war in der westlichen Welt. Denn das ist ja ein wichtiger Punkt. Also die Deutschen nehmen ja den Nationalsozialismus wahr, wie sozusagen eine ganz besondere, extravagante nationale ein Sonderweg. Man spricht auch vom Sonderweg, aber ich halte ja eigentlich diese Sichtweise für falsch. Denn es war schon eine grundlegendere Krise am Anfang des 20. Jahrhunderts, weil es dass die Demokratien in die Krise geraten sind und dass totalitäre, autoritäre Regime an die Macht gekommen sind. Das war ja ein Flächenbrand, ja. Und man kann eigentlich sagen, es hat bis auf die Kernländer des Westens oder des Kapitalismus, USA, England und Frankreich, eigentlich alle größeren Länder in Europa erwischt gehabt. Also neben Deutschland ja auch Spanien, Italien, die Sowjetunion war ein totalitäres Regime, auch Polen ist in die Diktatur geglitten, Österreich etc. etc. Also das ist wirklich ein Flächenbrand gewesen, sodass man ja schon fragen muss, was war da sozusagen die Grundkrise? Ja, also ich glaube, man kann das nicht auf Deutschland allein fixieren oder das ist irgendwie eine falsche Sichtweise oder wie siehst du das? Ja, absolut. Also faschistische Parteien gab es ja in sehr vielen Ländern, unabhängig davon, wie erfolgreich sie in diesen Ländern gewesen sind. Und man, also ich meine, man kann natürlich die Zeit des Faschismus und auch des Krieges grundsätzlich nicht betrachten, ohne auch den Ersten Weltkrieg zumindest mit heranzuziehen. Denn der Erste Weltkrieg war ja die große Erschütterung, sagen wir mal, der alten Welt, wenn Ja, man so die sagen will. Urkatastrophe, also Ja, die die Welt, Urkatastrophe, in der Tat, ja. die Welt, Und ja. dieser Weltkrieg hat ja etliches auch an, ich sag mal, Elitenvertrauen in den westlichen Zivilisationen, in den westlichen Ländern erschaffen, indem man sagte, wie konnten unsere Eliten, die traditionell Führungsposition hat, also gerade das Militär war ja in sehr vielen westlichen Ländern noch immer in Hand von entweder Aristokraten oder Leute aus höheren Schichten in Frankreich und England. In Frankreich zum Beispiel gibt es ja diese Eliteschulen noch heute, in denen man noch heute in praktisch in politische Kreise kaum aufsteigt, wenn man nicht zu diesen Eliteschulen gegangen ist. Also das Elitäre war sehr stark, das Vertrauen in diese Systeme war auch sehr stark. Und das ist sehr erschüttert worden durch den Ersten Weltkrieg schon. Und dann natürlich die Weltwirtschaftskrise, die dann in der Zwischenzeit sich ereignet hat. Und diese Vorstellung, das Alte hat sich nicht mehr bewährt oder wird morsch, ist etwas, das, ich will nicht sagen, alle westlichen Staaten, da müsste ich jetzt wirklich die Detailgeschichte jedes einzelnen westlichen Staats kennen, aber sehr vieler westlicher Staaten und auch sehr vieler anderer Staaten. Und auch wenn sich die Entlassung der Kolonien zum allergrößten Teil erst nach dem Zweiten Weltkrieg ereignete, es zeichnete sich ja schon ab, dass das nicht mehr lange haltbar sein würde. Also dass dort, und das waren alles Erschütterungen in den gewissen Gesellschaften, die eigentlich alle erfassten und natürlich aufgrund des verlorenen Ersten Weltkriegs, die Deutschen ganz besonders, weil eben diese Vorstellung auch verbreitet wurde im Ersten Weltkrieg noch bis zu den letzten Kriegstagen, das sei ein einfach zu gewinnender oder ein absolut zu gewinnender Krieg, lange schon, wo eigentlich feststand, dass der nicht zu gewinnen war. Und deswegen hat er die Deutschen quasi mal in einen Trauma, in einen Schockzustand versetzt, weil plötzlich war das Unvorstellbare war passiert, dass das unerschütterliche System. Und das kaiserliche Deutschland war ja auch lange Zeit ein sehr erfolgreiches Deutschland, sodass die Leute, gerade die ältere Generation, quasi mit dann in dieser Zeit lebte mit. Es gab mal ein unglaublich prosperierendes, auch hoch angesehenes Reich, das Kaiserreich. Und das ist, wir wissen gar nicht, warum plötzlich weg. Ja. Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte. Also einer, den ich für sehr wichtig halte, ist, dass wir ja
im Grunde genommen es mit einer vom Ersten Weltkrieg traumatisierten Generation ja auch zu tun Ja. haben, ja. Und ein Krieg derartig, also fast 5 Jahre ging ja der Erste Weltkrieg, ne? Und mit wirklich einem bis dahin nicht gekannten Sterben und Brutalität, ja, also und auch so viele Tote. Also das hat es vorher so nicht gegeben. Und Diese Grabenkriege, weiß ich, ja. Beispiel Verdun, waren ja wirklich Menschenschlachtereien, Menschenmühlen, wenn man, wie man so gesagt hat, die wirklich nichts mehr mit dem, nun ist Krieg nie heroisch oder schön. Aber es hat halt wirklich mit diesem, weiß ich nicht, wenn man noch denkt an König Graetz oder so, ne, was war das, 1866 oder, na gut, 1871 war schon teilweise düsterer. Aber trotzdem war die allgemeine Vorstellung von Krieg vor 1914 doch eine andere. Naja, und es war ja eine andere Art von Krieg. Die Kriege der alten Schule wurden ja in großen Schlachten, in einzelnen Schlachten geführt, ja. Und das waren dann Tage des Gemetzels, ja, aber wenn man dann siegreich war, dann hatte man auch den Triumph. Ja, Das ist und korrekt. derartige Sachen, also es war ja ein Grabenkrieg. Natürlich gab es dann auch verstärkte Kriegshandlungen, die mit operativen Handlungsversuchen einhergingen, die man auch als Schlachten bezeichnet, aber es war eigentlich eine Dauerschlacht in gewisser Hinsicht, ne? Also es war. Ja, also es ist die Entwicklung dessen, was man dann den sogenannten totalen Krieg, also die gesamte, auch die Zuspitzung der gesamten Gesellschaft auf den Ja, Krieg. ja, ja, Das ja. hat damals begonnen und das hat die Leute traumatisiert und das war halt wirklich etwas Und Neuartiges. man weiß ja aus der Traumaforschung, dass eine Möglichkeit, ein Trauma zu bewältigen, darin besteht, es zu heroisieren. Ja. Also sich praktisch das Leid, die Schrecken, das Schreckliche, die Verletzungen, das Blut, die Toten und so weiter, dass das verdrängt wird durch ein, naja, eigentlich war es großartig. Es hatte etwas Erhebendes und was nicht alles. Und mir kommt der ganze Nationalsozialismus vor wie eine kollektive Heroisierungsverdrängung vom Ersten Weltkrieg. Ja. Das ist bestimmt ein ganz wichtiger Aspekt, absolut, ja. Das ist mir deswegen auch wichtig, dass man heute ständig von Nazi spricht, es auch so absurd macht, weil also für mich ist der Nationalsozialismus etwas sehr Spezielles und sehr zeitbezogenes. Ich Und stimme dir zu, das so, sehe ich absolut auch so so. ohne den Also es hat Ersten so Weltkrieg. viele Bedingungen. Nun kann man Ja, natürlich sagen, würde ich auch sagen, ja. Kriege und Fanatismus, weiß ich nicht, findest du immer. Ne? So, es gibt Elemente, die sind immer wiederholt, also in der Geschichte. Aber es gibt halt auch so viele dominierende Elemente, gerade des Faschismus und des Nationalsozialismus, die wirklich zeitbedingt waren, wie andere Dinge auch, wie, weiß ich nicht, die Inquisition zeitbedingt gewesen Oder ist. genau, das Jahrhundert der Religionskriege, ne? Also Ja, 1550 also bis die 1650, konnten auch nur unter auch, ganz ja, bestimmten auch, Voraussetzungen ja. bestehen und entstehen und eben nicht, weiß ich nicht, 200 Jahre davor oder 200 Jahre Richtig, danach. Ja. genau. Dieses Grundtrauma des Ersten Weltkriegs, denke ich, ganz wichtig. Ein weiterer Aspekt, den ich für zentral halte, ist doch in relativ breiten Schichten nachlassende Bindungskraft der Religion einerseits und den noch nicht in kompensatorischer Form entwickelten Individualismus andererseits. Na, das Ja. war gerade so eine Zwischenzeit und es waren eigentlich auch nur so ein paar Jahrzehnte, sag ich mal, wo so große Ideologien wie Nationalismus, Faschismus und Kommunismus gewissermaßen in dieses Vakuum vorgestoßen sind. Ja. Und Ja. ich meine, auch jetzt sind ja kommunistische Massenbewegungen auch nicht mehr denkbar. Ja. Also das kann man sich einfach nicht mehr Also denken. jedenfalls, ja, nein, die klassischen kommunistischen, so wie das zu Stalin-Zeiten, Ja. Lenin-Zeiten, weiß ich nicht, so, also oder 20er Jahre, das ist in der Tat etwas, was so. Aber das liegt halt auch daran, es ist tatsächlich so, dass der Verfall der alten Gesellschaften im Zuge des Ersten Weltkriegs, teilweise schon ein bisschen davor, dann natürlich auch danach, also im Gefüge dieser Zeit, wie du sagst, ein Vakuum hinterließ, in das Nationalismus, also diese Form des Nationalismus,
Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus und so weiter hineingestoßen sind und dass die Leute aufgriffen, um zu etwas zu gehören. Und das sehen wir gerade in den Biografien, sowohl im Kommunismus wie im Faschismus, in den führenden Personen dieser Bewegung, also in Hitler, in den, weiß ich nicht, ganzen führenden Personen des Kommunismus, Lenin, Trotzki, wenn du willst. Ne? Also, wobei es mir aus dem deutschen Nationalsozialismus vertrauter ist, dieses Bedürfnis, endlich wieder wozu zu gehören, einer Gemeinschaft, die eine Ideologie hat und die mir einen Sinn schafft, nachdem der alte Sinn, der Kaiser und so weiter, das ist alles verloren gegangen. Das war ein ganz starkes Element, nicht ein verlorener Einzelner sein zu wollen, nicht nur vor sich hinzuleben, sondern etwas, das einen emotional packt. Ja, was eine ganzheitliches Aufnehmen der Persönlichkeit, was auch eine sinnstiftende Funktion hat, ne? Ja. Das ist, glaube ich, sehr wichtig auch, ja. Was ja vielen Menschen in der modernen Gesellschaft, ohne ob das ihnen bewusst ist, ob sie das vermissen oder nicht, ja nicht mehr da ist. Also einem modernen Menschen der Bundesrepublik oder weiß ich nicht, Frankreichs oder so, anderer Länder, es mag von Land zu Land unterschiedlich sein, natürlich, aber ist das im Alltagsleben ja keine dominierende Frage mehr der Identität in diesem Sinne von, zu welchem großen Ganzen gehöre ich noch? Ich meine, wir haben jetzt eine Rückkehr der Identitätsfrage, die nicht ganz ohne Signifikanz ist. Ausgang ist ja noch offen, aber jedenfalls lange Zeit bis in die, ich sag mal, nach dem Krieg, bis in die Nullerjahre hinein oder vielleicht sogar noch bis 2008 oder 10 hinein, war ja die Frage der Identität keine, die den Alltag groß mehr bestimmte, sondern man lebte quasi in einem nicht nur religiösen, sondern auch im ganzen weltanschaulichen Atheismus. Und die Leute hatten offensichtlich oder scheinbar, auch das ist nochmal eine Frage, die vielleicht auch erst künftige Historiker wirklich letztlich beantworten können, ist dieses Bedürfnis nach größerer Sinnstiftung, nach die auch so im Täglichen. Denn wenn man Kommunist war oder Nazi oder Faschist, das war ja nicht was wie dass man im Sonntag mal in die Kirche ging und den Rest der Woche machte, was man wollte, sondern es war wirklich eine das Leben überformende Sache. Wie, ich weiß nicht, ob das ein Goebbels- oder Göring-Zitat ist, dieses mit dem ist, bei uns ist nur noch der Schlaf Privatsache. Ja? Das ist ja eine Zuspitzung, die, weiß ich nicht, sonst ein Klostermönch vielleicht, der hat vielleicht eine so totale Unterwerfung unter eine Idee, dass sein ganzes Leben dadurch komplett eingenommen wird. Aber ansonsten kennen wir das ja davor aus dem Privatleben von normalen Menschen eigentlich nicht. Ja, also der Erste Weltkrieg, den haben wir jetzt schon genannt gehabt. Das weltanschauliche Vakuum. Ein Aspekt, der auch nicht so bekannt ist, aber der mir doch irgendwie auch wichtig ist, mal zu erwähnen, ist, dass ja der italienische Faschismus auch von den Geheimdiensten von England und Frankreich mit gefördert wurde, ne? Also Mussolini war ja war Geheimdienstmann auch, ne? Also und da ist, und das ist, wie ich finde, eine ganz, ganz erhebliche Mitschuld und Mitverantwortung, die hier die Westmächte tragen, über die ja kaum gesprochen wird. Und dass darüber nicht gesprochen wird, führt dann auch dazu, dass dieses Verhalten sich ja fortgepflanzt hat. Die USA haben ja auch Taliban und aller Wahrscheinlichkeit nach auch den IS unter der Hand mit unterstützt, ja, als letzteres als Söldnertruppen oder als Truppen gegen Assad, ja, aus geopolitischen Gründen, nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, und dass man da auch mitunter die wirklich übelsten und schlimmsten Schlangenbrut sozusagen heranzüchtet, ja, das ist auch seitdem aus dem Agieren der Westmächte, speziell jetzt hier der Amerikaner, ja nicht verschwunden, ne? Also, sagen wir mal so, man muss natürlich sagen, als Historiker muss ich Folgendes einräumen. Das ist der allerwenigst überraschendste und neue Aspekt, dass das so ist. Also schon zu Zeiten, weiß ich nicht, der bronzezeitlichen Reiche Ägypter, Elamiter, Hethiter und so weiter gab es das. So. Und dann natürlich dann in der Antike. Also, dass man sozusagen in anderen Regimen
Leute hineinschickte, um sie zu beeinflussen. Und das ist wirklich so aufzuwiegeln alt und wie so weiter, die ja. Zivilisationsgeschichte selbst. Ja, Ja. ja. Ohne das damit jetzt klein zu reden oder so, ich sage das nur einordnen. Das kann einen Historiker eigentlich am wenigsten überraschen. Das, Es würde ja. einen als Historiker eigentlich überraschen, wenn das nicht der Fall wäre. Das stimmt schon, nur ist es so, dass halt dieses simple Schwarz-Weiß, sozusagen der blütenreine Ja. Westen und der finstere Faschismus, dass das so einfach nicht ist, wenn man sich auch die Genese anschaut. Und also das ist, wie gesagt, ein Fakt, der kaum bekannt ist im öffentlichen Geschichtsbild in meinen Augen. Und einfach aus dem Zwecke, also der Zweck, die haben den Faschismus unterstützt, weil die italienischen Faschisten dafür waren, dass Italien die Front wechselt oder beziehungsweise in den Krieg eintritt überhaupt. Wie waren das? Sie waren, glaube ich, sie waren nicht von Also Anfang über an mit Italien dabei, weiß ne? ich es nicht, muss ich sagen. Ich meine, die Geschichte, es ist natürlich in dieser Frage etliches immer noch im Dunkeln, das muss man sagen. Denn es gibt, ich meine, es gibt einiges, was aus den Archiven gekommen ist, aus der ehemaligen Sowjetunion. Aber vieles ist natürlich in amerikanischen Archiven über diese ganze Geschichte und die Vorgeschichte. Und da sind wir im weitesten, also im weitesten nicht, aber da sind wir doch sehr weit im Bereich des Ratens und Vermutens. Ich gebe mal eine Sache, die ich, von der ich als Historiker, denn ich bin klassisch konservativer Historiker, ich halte mich an das, was ich als Geschichtswissenschaftler gelernt habe, nämlich alles zu hinterfragen, Ja. aber nichts als sicher zu behaupten, bevor ich es nicht beweisen kann. Aber sagen wir mal so, es gibt zumindest einige Fragezeichen auch in der Entstehung des deutschen Ja, Nationalsozialismus. ja. Denn gerade wenn man sieht, wie schnell die Bewaffnung ging, wie schnell solche Dinge, da sind schon Fragen gestellt worden, gab es Einflüsse, die das finanziell zum Beispiel beförderten? Es gibt Leute, die behaupten, dafür Beweise gefunden zu haben. Ich kann das nicht beurteilen, weil das ist letztlich auch nur was, schreiben kann jeder vieles. Aber es ist wahr, dass es genug Merkwürdigkeiten im schnellen, auch ökonomischen Aufstieg und militärischen Aufstieg des Deutschen Reichs, des Dritten Reichs gab, die zumindest die Frage gestatten würden, wenn wir eine tatsächlich freie Geschichtswissenschaft hätten, die wir vielleicht über dieses Thema in 100 oder 200 Jahren haben, pardon, andere Fragen noch zu stellen. Ich sage es mal Also, so. was zumindest zu Hitler, glaube ich, bekannt ist, dass auch er ja V-Mann war, soweit ich weiß. Also auch er hatte eine zumindest eine geheimdienstliche Nebentätigkeit. Ich glaube, für den bayerischen Ja, Militär, wie also hieß. er wurde ja, das hat er auch selber erzählt. Also er wurde ja von den, ach Gott, was war das? Ich glaube von der Weimarer Regierung, wenn ich mich nicht irre. Wobei auch da nicht sicher ist, ob dann da schon Alliierte dahinter saßen und das befohlen haben. Das ist aus heutiger Sicht sehr schwer zu klären, denn es gibt vieles, was an Quellen auftaucht oder vermeintlichen Quellen. Aber als Historiker lernt man, dass man immer sich die Frage stellen muss, ob eine Quelle tatsächlich authentisch ist. Denn nicht jede, wo etwas draufsteht, ist automatisch ein Garant dafür, dass es aus der Zeit ist, Ja. nur weil es so steht. Und das kann ich persönlich einfach nicht beurteilen. So muss ich einfach sagen, das weiß ich nicht. Ich habe die Quellen nie gesehen. Ja, also in diese investigativen Tiefen müssen wir jetzt nicht eindringen, können wir auch gar nicht. Nee. Wir sind mit den Ausgangslagen, ja, dann haben wir als nächstes. Nur sagen wir mal so, eines kann man natürlich mit einiger Sicherheit sagen. Hitler war relativ schnell von der Idee authentisch überzeugt. So, also ich Ja, glaube, das ja. lässt sich mit Sicherheit sagen. Ja, die Frage ist sowieso, wer hat eigentlich den Nationalsozialismus als Ideologie geprägt? Weil es ist ja doch, also wenn man sich mal überlegt, na, von der Parteigründung bis zur Machtergreifung waren es, wie viel war das? 13 Jahre, ne? Und dann 12 Jahre Machtausübung, das ist ja nicht so viel Zeit. Und trotzdem hat, ja, gab es überhaupt jemals irgendwie eine einheitliche Ideologie des Nationalsozialismus oder ist das eher so ein wildes Konglomerat gewesen, wo Ich sich würde jeder sein. sagen, nein. Und also, es gibt eine andere Sache, auf die ich unbedingt hinweisen möchte. Denn ein Teil des nationalsozialistischen Gedankenguts ist ja die Frage des, sagen wir mal, unwerten Lebens in aller weitesten Sinne. Also die Frage, wer verdient überhaupt zu leben? Ja. Was uns ja auch, was sagen wir mal, mit die größte
Trennwand zwischen dieser Zeit und uns darstellt. Ja. Und das war für die Zeit weder neu noch ungewöhnlich. Mhm. Denn diese Frage nach Eugenik waren sehr viele, zum Beispiel H.G. Wells, der Autor der Zeitmaschine, und viele andere Schriftsteller, Denker und so weiter, hielten es in, also jedenfalls im englischsprachigen Raum, den ich kenne, weil ich die Sprache kenne, aber soweit ich es weiß, auch in etlichen anderen westlichen und überhaupt, also Kulturen, sagen wir mal, der ersten Welt im weitesten Sinne, war das kein ungewöhnlicher Gedanke, zu sagen, wir würden sozusagen diese Vorstellung, es würden sich viele vermehren, die, ich sag's mal so, den Genpool verschlechtern. Mhm. Diese Denkfigur ist schon im 19. Jahrhundert nachweisbar, und zwar in allen westlichen Ländern. Mhm. Und hat sich insbesondere in England und Amerika durchaus einer Beliebtheit erfreut. Mhm. Und die Leute, die das von sich gaben, wie Wells zum Beispiel, waren deshalb keine Parias und anrüchig. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, es ist hier eine Wurzel, dass wir dürfen also nicht sagen, der Nationalsozialismus hätte hier eine Vorstellung, das unwerte Leben erfunden. Und also sozusagen das aus etwas, das aus dem Nichts gekommen wäre, als Idee, die vorher nie da gewesen wäre. Ich habe sowieso den Eindruck, dass dass der Nationalsozialismus eigentlich sowieso keine einzige wirklich originelle Idee beinhaltet hat, sondern eigentlich ein Konglomerat von allen möglichen zeitgeistlichen Phänomenen ist. Das einzig Verbindende vielleicht der Antikommunismus. Ich denke, das war so eine, oder auch Antikommunismus und Antiliberalismus. Das sind vielleicht die, und alles, was da, sich da irgendwie einordnen ließ, wurde so aufgekehrt und irgendwie mit integriert. So kommt mir das vor. Ein ganz wichtiger Punkt, weil du gerade sagst, ist für mich auch dieser. Es gibt ja das, ich weiß nicht mehr, wie viel Punkteprogramm das ist. Es gab ja in der Frühzeit der NSDAP ein sehr linkslastiges Parteiprogramm. Mhm. Das wurde auch nie wirklich widerrufen oder annulliert. Trotzdem wissen wir, dass schon in der Frühzeit, als Hitler in der NSDAP die Macht hatte, klar intern sagte, der größte Teil davon, das ist das, was wir dem Volk sagen, und das führen wir nie durch. Also Hitler ist auch oft genug vor Industriellen aufgetreten, in Frack und Zylinder übrigens. Ja. Und die hätten ihn ja auch nicht unterstützt, wenn sie den Eindruck hätten, da ist eine quasi... Also da ist tatsächlich eine im buchstäblichen Sinne des Wortes nationalsozialistische Partei. Ja, ja. Und dieses Punkteprogramm, das bis heute als angeblicher Beweis dafür hergenommen wird, dass die NSDAP eine linke Partei wäre und dazu sozusagen wie die Kommunisten, natürlich hat es Elemente davon, das ist ganz klar. Aber dieses Punkteprogramm ist ein völliges Gespensterprogramm, das schon in der frühesten Zeit die führenden Köpfe der NSDAP gesagt haben, das ist Käse, das machen wir nicht. Man hat das bestehen lassen, auch solange die SA existierte, noch als veritable Kraft. Es sind ja viele der SA auch beigetreten aus der Arbeiterschaft. Ja. Und man hat im Prinzip allen alles versprochen. Und das ist, deswegen ist es, natürlich hat es linke Elemente, aber ich will dem nur, weil ich dem auch als Historiker echt entgegentreten muss, zu sagen, die NSDAP wäre eine linke Partei gewesen. Ich glaube, dass sich die NSDAP weder in links und rechts einfach so einordnen lässt. Und wie du sagst, sie hat ein Sammelsurium von so vielen verschiedenen Dingen einfach gemacht, dass ich sie als Historiker eigentlich als ein ganz eigenes Phänomen einordne. Also ich sehe sie auch weder als links noch als rechts im Sinne von einem extremen Konservatismus. Also das eben. Ist eben. Ja, sie ist ja eine völlig antikonservative Partei eigentlich auch, weil sie haben zwar mit konservativen Parteien zusammengearbeitet und denen manchmal nach dem Munde gesprochen, aber in internen Kreisen gibt es genug Äußerungen, die klar machen. Es gibt ja zum Beispiel die berühmten Tischgespräche, da hat Hitler relativ frei geredet und auch anderes, was genug dokumentiert ist, dass wir wissen, dass Hitler und die führenden Köpfe der NSDAP Konservative verachtet haben. Ja, also das sozusagen dieses Recht gleich Nazi, was ja bis heute eigentlich in den meisten Köpfen so drin ist, lässt sich am ehesten verstehen dadurch, dass eben es tatsächlich rechte Parteien waren, die NSDAP an die Macht gebracht haben, das Zentrum, das ist korrekt, und die NVP. Ne? Aber das war, ich sag's mal so, eine ganz einseitige Liebe.
Ne? Oder vielleicht auch, es gibt ja diese Sachen, ich glaube, von Papen, der das gesagt hat, in, weiß ich nicht, 2 Monaten haben wir Hitler so an der Wand, dass er quietscht. Ne? Das ist ja das Berühmte. Das war die Vorstellung der konservativen Parteien. Sie nutzen die Nationalsozialisten quasi aus. Das war die Vorstellung, die aus diesem, ich glaube, es war Papen, der es gesagt hat. Und das war wahrscheinlich die verbreitete Vorstellung in den konservativen Parteien. Denn umgekehrt werden die konservativen Parteien aus der Weimarer Zeit, für die werden die Nazis weitenteils Plebs gewesen sein. Also. Ja, man hatte, na gut, es war natürlich auch eine veritable Regierungskrise einfach. Also wir hatten ja wirklich in den 30er Jahren eine fundamentale Regierungskrise, wo sich eigentlich keine demokratischen Kabinette mehr bilden ließen. Ja, die SPD, die ja doch relativ prägend war, auch für die Weimarer Zeit, hatte ja einen ziemlichen Niedergang erlebt. Und das war ja auch einer der, ich will mal sagen, Erfolgsfaktoren für die NSDAP. Ich gehe davon aus, dass sie auch sehr viele ehemalige SPD-Wähler eben angezogen hat. Und wenn man tatsächlich, ich will mal sagen, den Nationalismus und die Antidemokratie rausnimmt, hat ja auch die Politik der NSDAP mitunter auch durchaus gewisse Elemente der Sozialdemokratie ja mit aufgegriffen, ne? Also, es lässt sich sogar aus Äußerungen Hitlers selber direkt belegen. Also, Hitler hat in, ich weiß nicht, einer Rede oder mehreren Gesprächen gesagt, er würde niemals einem Menschen vorwerfen, wie ernst er das auch immer gemeint haben mag, wenn er vor 33 in der KP gewesen wäre, also einem Arbeiter. Ne? Weil er sagte, für viele Leute war in der einfache Arbeiter war in der Vorstellung einfach, dass die Partei, die ihre Interessen vertrat. Und so nach dem Motto, was sie davor gemacht haben, was der einfache Arbeiter vor 33 gemacht hat, ist es Schwamm drüber. Hauptsache, sie sind jetzt auf unserer Seite. Und das bezeugt ja, dass es so etwas in veritabler Anzahl gegeben haben muss. Dann ist natürlich noch ein weiterer Faktor, der ja auch in der Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat, Versailles gewesen, ne? Der Versailler Vertrag. Absolut. Ja. Die Ungeheuerlichkeit besteht ja darin, also wenn man es mal vergleicht mit dem vor dem Ersten Weltkrieg als den großen Krieg bezeichneten Krieg, waren ja die Napoleonischen Kriege, ne? Und die Art und Weise, wie Frankreich nach diesen Kriegen ja behandelt wurde, wo man ja doch sagen muss, eigentlich vergleichsweise gnädig, ne? Und da war aber nach dem Ersten Weltkrieg von einer derartigen Gnade bei den Westalliierten bezüglich Deutschland nichts mehr zu spüren. Und man hat unter Androhung auch von oder unter Vollziehung auch von Hungerblockaden einen Schmachfrieden diktiert, der eigentlich so weltgeschichtlich Novum war. Oder wie siehst du das? Ja, das muss man wirklich so sagen. Das war ein echtes Novum, dieser Versailler Vertrag. Und das Interessante ist, es war auch schon vielen Zeitgenossen klar. Also es gibt ja verschiedene Abstufungen darüber, wie sehr sich dafür einsetzte. Wir wissen, dass die Franzosen am härtesten waren in der Forderung und dass es die meisten Vorbehalte eigentlich in der amerikanischen Delegation gab, weil es in Amerika Intellektuelle gab, die schon, einige haben auch darüber geschrieben. Ich weiß nicht mehr welche, aber bekannte intellektuelle Autoren und so weiter. Ach ja, ich glaube zum Beispiel ein ganz berühmter ist der John, wie heißt er, John Maynard Keynes, also der Keynes, dieser Wirtschaftswissenschaftler, der mehr oder weniger deutlich geschrieben hat, damit sind die Wurzeln für den nächsten Krieg eigentlich gelegt. Und das noch, während noch die Verhandlungen stattfanden. Und das haben auch andere, gerade amerikanische, ich sag mal, Intellektuelle im weitesten Sinne schon zu Zeiten der Verhandlungen gesagt und auch einige aus der Delegation. Selbst aus der britischen Delegation gab es einige, die sagten, die Franzosen fordern hier immer maßlosere Dinge, das kann so nicht weitergehen. War das Aber nicht die für, ja? Franzosen waren wirklich zu der Zeit in ihrer Delegation, jedenfalls wie das in der Bevölkerung war und im Rest war, weiß ich, kann ich nicht sagen. Aber die französische Delegation war wirklich wild entschlossen, Deutschland so weit wie möglich niedergehalten zu sehen. War das nicht auch irgendwo gespeist aus dem, ja, wie soll ich sagen, aus der Intuition vielleicht, dass man erstens eigentlich eine Groß- bzw. Weltmachtstellung eigentlich dabei war zu verlieren. Und zwar gilt das für Frankreich natürlich, aber für Großbritannien im Grunde genommen ein Stück weit auch.
Ja, wir haben ja auch aus Großbritannien einige, die, sagen wir mal, sich schon relativ frühzeitig, Churchill zum Beispiel, als wirklich auch Scharfe Hunde, persönlicher deutschen Hasser, muss man einfach Also, sagen. Ne? dass praktisch dieses Niederringen Deutschlands Ja. gewissermaßen als ein Garant dafür gesehen wurde, die eigene geglaubte oder noch tatsächliche Weltmachtstellung zementieren zu können und zu verteidigen können gegen diesen Aufsteiger, Emporkömmling Deutschland. Und Also ich meine, das. das geht ja schon zurück auf 1871 selbst. Es gab unglaublich viele politische Äußerungen in den westlichen Ländern, eben vor allem Frankreich und Großbritannien, die mehr oder weniger deutlich sagten, dass die Existenz eines Deutschen Reichs eigentlich gar nicht hinnehmbar ist. Ja, aber Das darf es eigentlich gar nicht geben. das ist ja schon empörend, ne? Ich meine, was Das, ja, erlauben das Sie war, da? das, das wurde wirklich expresses Verbes Ja. von politischen und von Geistesgrößen in Großbritannien und England im Prinzip gesagt, schon ab 1871 und in all den Jahren und Jahrzehnten dann danach. Ja, das ist natürlich die Und das wusste man in ausgesprochen. Deutschland ja auch. Also Ja. das war uns ja, das war den Deutschen unser Vorfahren ja bekannt auch. Ja, es ist schon merkwürdig, dass da Deutschland halt diese ausgesprochen herausfordernde und schwierige geopolitische Lage in der Mitte Europas hat, die ja keine andere europäische Nation in dem Maße hat. Also die Südwestgrenze Frankreichs war ja eigentlich immer unproblematisch und auch nie wirklich ja, kritisch, ja. Sodass also Frankreich nie in einer realen Zwei-Fronten-Situation ausgeht. Es war gut, zur Zeit Karls des Fünften, okay, da mag es so ein Szenario für Frankreich gegeben haben, aber das ist ja nur ein bisschen her. Ne? Also das letzte Königsgeschlecht auf dem französischen Thron war ja bourbonischer Herkunft, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, immer noch so, oder? Ja. Ich meine, ja, ne? Also genau, also das ist dann schon ein bisschen arg lang her. Und auch, dass Spanien wirklich eine Großmacht war, das war ja, das ist seit dem 16. Jahrhundert ist das ja auch nicht mehr so gegeben. Ne? Ja, das ist natürlich. Es gab auch keine Aspirationen, groß von Spanien aus sich nach Frankreich auszudehnen. Also das war. Naja, da gibt es ja auch noch mit den Pyrenäen eine vergleichsweise natürliche Grenze einfach. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir natürlich noch auf die letzte Randbedingung, das ist die Weltwirtschaftskrise, weil das muss man ja schon feststellen, bis zur Weltwirtschaftskrise war die NSDAP einfach eine Splitterpartei. Ne? Also das ist korrekt. Und mit dieser Krise begann ja der kometenhafte Aufstieg der NSDAP. Ja. Und korrigiere mich da bitte, ich meine, du bist da der Experte, ich habe nur mein Halbwissen, mein Angelesenes. Jetzt bin ich unter Druck. Es ist ja so, dass, also mein Eindruck von den Wahlkämpfen der 30er Jahre, es hat ja immer relativ viele Reichstagswahlen gegeben, aber dass tatsächlich diese soziale Krisenlage das Hauptwahlkampfthema war und dass die Position der Nationalsozialisten in diesem Wahlkampf war, wir müssen mit der Sparpolitik aufhören. Ja, also Ja. die Kabinette vor Hitler hatten ja eine Austeritätspolitik auch zum Ziel, die die Krise mitunter noch Ja. verschlimmert hat. Ja. Und das war sozusagen das Programm der Nationalsozialisten. Wir dürfen das deutsche Volk nicht totsparen. Wir müssen mit dieser Austeritätspolitik und Sparpolitik ein Ende machen. Nun muss ich der historischen Realität halber eine Sache einfügen. Es war der Grund, es gab ja einen Hintergedanken bei dieser Sparpolitik, die übrigens auch eine absichtliche Inflationspolitik war. Und der Hintergedanke dabei war damals, dass man sich sozusagen aus der Verschuldung von Versailles heraus inflationieren könnte. Ach so. Das heißt, dass man sozusagen eine solche Währungsentwertung hat und einen solchen, ich sag mal, auch demonstrativ gegenüber den Alliierten, wir sind am Boden, erlasst uns etwas. Und dass man quasi eine Entwertung, eine Geldentwertung auch deswegen erhoffte, das war noch die letzten Kabinette vor Hitler verfolgten bewusst und erklärtermaßen dieses Ziel, dadurch die Schuldenlast Versailles abzuschütteln mit dieser Politik. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Okay. Das war sozusagen die offizielle Erklärung. Also man betrieb das nicht einfach nur so. Ne? Ja, ich verstehe.
Aber auf jeden Fall, was ich dann eben sehr bemerke, was eigentlich die große, große Tragik ja dabei ist, oder die, naja, weiß nicht, ob man das auch als Ironie bezeichnen kann, das wäre schon, es ist zumindest eine sehr bittere Ironie, dass in einer vergleichbaren schweren Wirtschaftskrise dieses Ende einer Austeritätspolitik ja heute von den linken Parteien kommen würde. Ne? Also von der Linkspartei, von Ja. der SPD, von den, ja, bei den Grünen kann man streiten, ob das noch eine, ich will mal sagen, in irgendeiner Weise sozialdemokratisch irgendwie auch mit beeinflusste Partei ist oder eine besser verdienende Partei. Aber die will ich jetzt nicht hier führen. Auf jeden Fall, das war immer eigentlich klassische sozialdemokratische Position in einer wirtschaftlichen Krisensituation eben durch staatliche Investitionen die Krise zu überbrücken. Ne? Eine Das ist keynesianische, vermutlich antizyklische, eines der ja. Elemente, in dem die NSDAP tatsächlich am ehesten als eine linke Partei einzuordnen ist. Diese große Vorstellung, durch Steuergelder, durch staatliche Gelder, sozusagen also also aus der Krise herauszukommen. Ja. Und das hat ja zunächst mal auch augenscheinlich geklappt, wenn man die ersten Jahre des nationalsozialistischen Regimes ansieht. Das heißt, das Prestige, das dadurch reinkam in das Dritte Reich, hat die Leute natürlich auch weiter dafür eingenommen, dann in den ersten Jahren. Ja, also ich finde das schon eine ganz tragische Komponente bei der ganzen Sache, ne? Weil das natürlich irgendwo nachvollziehbar war, dass wenn es dort eine Partei gab, die sozusagen diese Sparpolitik beenden wollte, dass das natürlich dann auch attraktiv war, dass man aus dieser Misere rauskam, der Weltwirtschaftskrise. Und Allerdings. jetzt, genau, jetzt haben wir die Randbedingungen geklärt, die Machtergreifung selber. Ne? Ja. Ja, was war das? War das eine Revolution? War das ein Putsch? Also ein Putsch war es natürlich nicht, das muss man sagen. Also, denn das würde ja eine komplette Unrechtmäßigkeit, sozusagen wie wenn eine Junta das wegputscht. Das ist ja übrigens eine Vorstellung, die in Amerika viele Leute, Amerikaner überrascht. Wenn man denen erzählt, dass Hitler eigentlich durch eine Wahl und eine für damalige Verhältnisse absolut reguläre Einsetzung durch den Reichspräsidenten. Vieles, was danach passiert ist, war nicht mehr durch die Gesetze gedeckt. Aber die sozusagen Machtergreifung kann man eigentlich nur das bezeichnen, was sich nach dem Januar 33 ereignet, gerade in den ersten 2 Jahren, grob gesagt. Aber die Einsetzung war absolut regulär. Man ging zum, es gab ja, es gab übrigens eine lange, man musste Hindenburg lange bearbeiten. Denn er wollte eigentlich Hitler ursprünglich nicht einsetzen und hat ihn immer so als böhmischen Gefreiten, glaube ich, bezeichnet. Das heißt, eine Sympathie gegenüber Hitler hatte der Hindenburg nicht. Ja, nur Das war kurz auch um, für ihn ein Niemand, ne? nur Also kein, kurze, weil er kurze selber Einsteigung. quasi auch nur von Aristokraten und Ja. Nobilität umgeben war und hohen Militärs. Und da kam nun so ein Mann, der nur ein normaler Gefreiter gewesen ist und nichts im Leben sonst gewesen ist. Ja, Ne? und Der böhmischer, wollte, also er wollte ihn nicht gerne einsetzen, nur zunächst ganz mal. kurz, böhmischer Gefreiter, das war ja eine Verwechslung, soweit ich weiß. Ja, der war ja nicht aus Böhmen, aber der hat ihn so genannt. Also Na, wegen ob das weil eine es wohl. absichtliche Niedertracht war Nee, nee, oder nee, weil das, es also den soweit wirklich ich war, weiß weiß, ich nicht. muss ich mal meinen Vater zitieren. Der hat gesagt, es lag daran, dass es auch ein Braunau in Böhmen gab und das kannte Hindenburg. Aber okay, das kann Und sein, ja, deswegen hat er okay. das verwechselt und hat ihn als böhmischen Gefreiten bezeichnet, obwohl der mit Böhmen eigentlich nichts zu tun hatte, ja. Na gut, Okay. hätten wir das auch geklärt. Ja, also es war, ja, wie soll man sagen, es ist eigentlich dann auch eine Übertölpelung der Demokratie ja gewesen. Also es kam ja dann 33 sehr schnell alle möglichen Ermächtigungsgesetze, die dann eigentlich sehr konsequent und schnell die Demokratie ja demontiert Man haben, ne? muss mit einiger Sicherheit sagen, dass Hindenburg hat ja anders als viele reaktionäre Kräfte erwartet haben, die Weimarer Demokratie lange verteidigt. Also er war alles andere, als was die Reaktionären und Rechten und Konservativen eigentlich von ihm erhofft und erwartet hatten, ein Restaurator, der sozusagen die Demokratie abschafft. Das war von vielen auf der Seite im weitesten Sinne rechts die Hoffnung. Und Hindenburg hat die Rolle
der sozusagen der Verwalter der Republik zu sein, eigentlich lange Zeit sehr ernst genommen. Das muss man wirklich wissen, denn er hätte Gelegenheit genug gehabt, dass er sehr populär einige Zeit war, auch als er noch fitter im Kopf war, sagen wir mal, die Republik zu beseitigen, gerade in den Jahren ab 30. Hätte es genug Gelegenheit dafür gegeben, aber er weigerte sich, auch verschiedene Anreden an ihn, so etwas, die so unterschwellig das versuchten, ihn dazu zu bewegen, lehnte er alles ab, weil er sozusagen diese Vorstellung hatte, als Offizier ist er jetzt an dieser Stelle und hat das republikanische System, für das er vereidigt ist, zu verteidigen, weil er ist eben darauf vereidigt. Das hat er sehr ernst genommen. Und er hat im Prinzip Hitlers Kabinett nur aus zwei Gründen, sagen wir mal, vereidigt. Das eine ist, weil viele der Gesichter, die er kannte, mit dabei waren. Und er und Hitler selbst hatte ja, die NSDAP hatte ja zunächst nur zwei Minister, nämlich Hitler als Kanzler und ich glaube, wer war der andere? Göring. Als Innenminister, oder? War der preußische Innenminister? Ich weiß es nicht. Also es gab nur zwei, da bin ich mir sicher. Es gab nur zwei NSDAP-Minister und dadurch konnte man Hindenburg leicht den Eindruck vermitteln, auch weil die anderen Gesichter ihm alle bekannt waren. Naja gut, da ist jetzt nichts grundlegend Neues. Ja, ja. Und das andere ist natürlich, da so viel in immer kürzerer Zeit Kabinette gescheitert waren, sagte er, gut, jetzt versuchen wir es halt mit ihm, ne? Weil er den Eindruck hatte, das ist natürlich aus heutiger Sicht durchaus etwas, was man, wenn man sich in die Zeit versetzt, eigentlich nachvollziehen können müsste, wenn eine Koalition nach der anderen scheitert und auch in immer kürzeren Abständen, ja gut, was soll ein Reichspräsident anderes machen, als zu sagen, naja gut, dann versuchen wir es mal mit der anderen, denn die NSDAP war ja letztlich eine noch nicht an Regierungsmacht gewesene Partei. Ja, aber sie hatte auch relativ die meisten Stimmen, ne? Das muss man auch sagen. Sie war dann sehr groß geworden, sie hatte relativ die meisten Stimmen, genau wie du sagst. Und der Eindruck von Hindenburg wird wirklich gewesen sein, na gut, die meisten Gesichter kenne ich ja sowieso schon, also was soll da nun schon groß anderes sein? Ne? Wobei eigentlich die letzte Reichstagswahl vor der Machtergreifung ja eher eine Niederlage für die NSDAP war. Ne? Also sie war eigentlich... Es war schlechter. Ja, ja. Also es gab dann nochmal eine, aber das war dann die letzte, wo die Nationalsozialisten schon an der Macht waren, wo sie dann sehr stark gewonnen hatten auch wieder, aber die war nicht mehr wirklich unter demokratischen Umständen. Und die davor war tatsächlich eigentlich eine Niederlage, ja. Es gab einen Abstieg. Was natürlich insofern bitter ist, weil die Weltwirtschaftskrise neigte sich ja dem Ende entgegen. Und ein paar Monate später wäre vielleicht auch schon die gesamtgesellschaftliche Situation wieder anders gewesen. Denn dass dann mit dem Nationalsozialismus dann auch der wirtschaftliche Aufschwung kam, es war ja nicht ausschließlich ein Verdienst der Nationalsozialisten oder ja nicht wesentlich eigentlich, sondern es war eine gesamtwirtschaftliche Erholung, ja, die auch ohne die Nationalsozialisten gekommen wären, die ist möglicherweise durch das viele Schuldengeld, was die Nationalsozialisten haben, ja die Staatsverschuldung sehr hoch geschraubt und haben damit so eine Art Strohfeuer auch ausgelöst, also auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das hat es sicherlich nochmal befeuert, aber es ist nicht, ich will mal sagen, die heroische Tat des Nationalsozialismus gewesen, dann die Wirtschaftskrise zu beenden. Ich will mich gerade noch mal kurz korrigieren. Ich habe echt gerade noch mal nachgesehen. Also es waren drei in der NSDAP. Ah, das war das Kabinett, das war das erste. Das war Hitler selbst, dann der Innenminister Wilhelm Frick, der mir jetzt nicht mehr so viel sagt. Und dann Göring war Minister ohne Geschäftsbereich. Ach, sehr interessant. So. Okay. Ja, okay. Das heißt, er war Minister für nichts. Ja. Er war dann preußischer Ministerpräsident auch, aber er war erstmal Minister für nichts. Das heißt, es gab zwei tatsächliche Ämter und wie gesagt, einen dritten, der mit formal als Minister mit drin saß. Ja, okay, gut. Ja, dann gab es ja diesen ominösen Reichstagsbrand, der ja in gewisser Hinsicht bis heute, glaube ich, noch Rätsel aufgibt, ne? Also ich weiß nicht, wie sich da die Historikerzunft geeinigt hat, aber... Also die weitaus überwiegende Mehrheit der, ich sag mal Standardhistoriker, wenn wir jetzt Privathistoriker mal außen vor lassen, der Universitätshistoriker sind eigentlich heute der Ansicht, dass der von der Van der Lubbe tatsächlich einfach einen
privater Anarchist gewesen ist und mit Neigung zum Kommunismus oder kommunistisch denkend anarchistisch. Es gibt Aber zwar Historiker, die andere Narrative haben, die auch Gründe dafür haben, aber das sich am meisten durchgesetzt ist tatsächlich die Sicht, er ist ein Individualtäter, wie man so Einzeltäter, wie man heute so sagen würde, mit anarchistisch-kommunistischen Tendenzen. Das heißt, einen systematischen kommunistischen Umsturzversuch hat es nicht gegeben. Nein, das können wir auch mit einiger Sicherheit daraus ableiten, dass die kommunistische Partei gar nicht darauf reagierte. Was übrigens auch schon in der Zeit der Machtergreifung oder sagen wir mal der Ernennung und dann der Machtergreifung und auch in den, sagen wir mal, ein, zwei Jahren davor, eine der signifikantesten und erstaunlichsten Dinge dieser ganzen Geschichte ist, dass die kommunistische Partei eigentlich trotz ihrer veritablen Größe auf ganzer Linie versagt hat. Ja, es ist ja das große Problem gewesen, dass also die Kommunisten ja weitgehend die fünfte Kolonne von Stalin waren, ne, im Reich. Und Stalin ja auch die Sozialdemokratie zum Feind erklärt hatte, ne? Das ist richtig, ja. Die mit der Sozialfaschismus. Die man als eher gefährlich mitunter ansah, weil man ja diese leninistische Doktrin hat. Von Lenin stammt ja diese Idee, dass diejenigen, die den Status quo verbessern, seien die gefährlichsten, nicht die Konservativen. Weil sozusagen durch die Sozialdemokratie würde der revolutionäre Druck rausgenommen. Das war leninistisches Denken, zu sagen, die Lage darf sich nicht im jetzigen System verbessern, sondern sie muss sich im letzten System verschlechtern. Das ist aber das hat auch dazu geführt, dass es eben keine linke Einheitsfront gab. Also Das ist das richtig. es Und hat umgekehrt was viele in Deutschland auch nicht mehr so ganz wissen. Die Sozialdemokratie hat ja gleich nach 1918 mit den wirklich Ultrakonservativen sich verbündet und jeden Versuch der Kommunisten Aufstände zu machen, zusammen mit den Konservativen und Rechtsreaktionären niederschlagen lassen. Na gut, man muss sagen, das war natürlich auch nicht so ganz ungefährlich. Also der Sowjetkommunismus war ja schon von Anfang an ausgesprochen aggressiv, ja. Auch hier eine Sache, die man im Geschichtsunterricht nicht lernt, ist ja der polnisch-sowjetische Krieg Anfang der 20er Jahre, ne? Also dass praktisch, sobald der Bürgerkrieg für die Kommunisten erfolgreich waren, gab es eben vor allem auch unter der Federführung von Trotzki den Versuch, die Weltrevolution mit militärischen Mitteln zustande zu bringen. Ja, Ist die krach. Furcht war der Sozialdemokratie war absolut berechtigt. Ja, eben, Also ich sage, das es will ich war damit gar berechtigt, nicht ja. gesagt haben. Ich sage nur, deswegen war eben die Linke schon seit dieser Zeit gespalten. Ja, gespalten. Also es Aber war. interessant ist trotzdem, die KP war ja keine so ganz kleine Partei. Und sie hatten sich ja auch lange davor Straßenkämpfe mit der NSDAP geliefert. So war es nicht. Aber dann in der Zeit der Machtergreifung 30 und sie waren quasi in 0, nichts weg vom Fenster. Und dass das so war, ist eigentlich sehr erstaunlich Ja, das im stimmt schon. Aber ich Nachhinein. glaube, sie sind. Man kann das eigentlich. Also, man könnte versucht sein, es dadurch zu verstehen, dass Hitler gesagt oder dass Stalin gemeint hätte, na, lieber eine faschistische Regierung als eine sozialdemokratische. Ne? Also, dass er sozusagen in so einer Art negativen Dialektik das durchaus begrüßt hat, dass der Nee, ich Faschismus in meine jetzt Deutschland siegreich 30, war. 33. Also, denn die schon bei den ersten Zusammenkunft war ja die KP nicht mehr da. Ja? Und dass sie sich quasi, also man hat ja die SA und SS haben ja die KP-Leute verhaften und relativ schnell die wichtigsten Personen auch umbringen lassen. Und dass die KP quasi völlig unorganisiert war und auf etwas, das sich ja eigentlich abzeichnete, denn die NSDAP hatte ja einen allmählichen Aufstieg, aber die KP waren wirklich völlig unvorbereitet, 33 auf das, was sich ereignete. Naja, wie gesagt, also möglicherweise hängt das eben mit dem Einfluss Stalins zusammen, dem das gar nicht so ungelegen kam, dass die Demokratie in Deutschland scheiterte. Also Ja, gut, kann man das wird ihm lässt spekulieren, sich ja? nicht unrecht gewesen Ja. sein. Aber naja, gut, muss ich sagen, das weiß ich nicht. Ob es von Stalin irgendwelche Order gab, auf mich macht halt die kommunistische Partei
hat, wenn ich das mir anschaue, einen extrem unorganisierten. Ja. Und vor allen Dingen, warum, also ich meine, so ganz ist mir die Logik auch nicht klar, denn es bedeutete ja, dass die gesamte kommunistische Partei in Deutschland zerschlagen und auch personell quasi entkernt werden würde. Ja, und ob das im Sinne eines Sowjetkommunismus gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich meine, wer weiß, was im Hirn eines Stalin vorgegangen ist. Aber das erscheint mir jetzt erstmal so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nicht so plausibel, sondern ich glaube halt wirklich eher, dass die kommunistische Partei hier, vermutlich auch die Kommunisten sind ja immer ideologisch zerstritten. Also es ist ja noch bis, also in der Sowjetunion nicht anders gewesen, wenn man an Trotzki, Stalin und Lenin und die verschiedenen Leute, also im kommunistischen Lager ist ja Flügelstreit etwas ganz Typisches. Und ich schätze mal, das wird wahrscheinlich zum ganz Erheblichen auch dazu beigetragen haben, dass sich die Kommunisten nicht dazu durchringen konnten oder da einigen konnten, da gemeinsam vorzugehen in einer Weise. Und es gab ja im Prinzip überhaupt keinen nennenswerten Widerstand. Ja, Ab aber also man muss schon sagen, 33. also wirklich kurz nach der Machtergreifung hat ja schon das Regime relativ klar und relativ schnell eigentlich die Masken fallen lassen, ne? Also Das die ist haben, richtig, ja. das war, also da gibt es einfach auch nichts zu beschönigen. Also gerade wenn man das jetzt, ich will mal sagen, in Analogie zu was weiß ich, FPÖ oder SVP in der Schweiz sieht, dann sieht man, wie unangemessen das eigentlich ist. Also die haben Das wirklich ist richtig, ja. in Das kürzester ist Zeit haben richtig. die da Kleinholz aus der Demokratie gemacht, ohne großes Federlesen und auch schon sofort mit diesen Unrechtstaten wie der Ja. nachterlangen Messer. Also da gibt es eigentlich keine Diskussion daran, mit welcher Brutalität und Zielstrebigkeit hier die Demokratie zerschlagen wurde, ne? Ja, es ist auch wirklich schon relativ früh in den ersten Wochen die meisten Kommunisten nach Moskau gegangen. Ja. Also die waren ja, Herbert Wehner war ja damals noch Kommunist. Ja, und auch Walter Ulbricht ist damals schon bekannter Person gewesen und die sind alle nach Moskau gegangen. Ja, schon in den ersten, schon ganz zu Beginn. Ja, gut. Oder nicht gut. Also das war dann ja das Gespenstische, dass dann tatsächlich sich die soziale Lage in Deutschland in wenigen Jahren wirklich dramatisch verbessert hat. Oder wie würdest du das sehen? Die soziale und wirtschaftliche Lage hat sich enorm verbessert. Es gibt bis heute einen Streit unter Historikern, inwieweit das, zu welchem Anteil das auch schon durch die Dinge, die in der Weimarer Zeit angefangen haben, dass das dann etwas später griff. Das ist, glaube ich, gut, dafür müsste man jetzt Wirtschaftshistoriker sein. Und ich glaube, das ist mit letzter Sicherheit nie wirklich beantwortbar. Denn wir sind ja auch heute nicht viel schlauer, was solche Dinge betrifft, zu sagen, welches Programm hat jetzt tatsächlich was gebracht. Oder ich meine, die Diskussion, selbst in unseren Zeiten, ist so, wenn sich etwas, weiß ich nicht, wenn eine neue Partei heute gewählt wird und dann verbessert sich in den ersten 3, 4 Monaten die wirtschaftliche Lage, dann hast du auch bei uns noch dass die vorherige regierende Partei sagt, ja, das ist ja unser Verdienst eigentlich. Ne? Also das und darüber, wer will darüber befinden? Also für eine so präzise Wissenschaft halte ich die Volkswirtschaft persönlich einfach nicht. Und von daher ist das eine Diskussion, die, glaube ich, nie jemand wirklich beantworten kann. Aber natürlich ist es so, die Eingriffe der NSDAP in das Wirtschaften waren doch so gravierender Natur auch. Also wenn ich an sowas wie Reichsarbeitsdienst und weiß ich nicht, dann hat man einfach nicht gesagt, wir geben jetzt einen Auftrag, weiß ich nicht, einen Autobahnbauauftrag an die Firma so und so, so und so, sondern dann sind halt wirklich die Leute aus dem Volk sozusagen mehr oder weniger freiwillig oder mehr oder weniger gezwungen, ist eigentlich dahingestellt, da in großen Massen hingekommen. Ne? Und dadurch hat man sozusagen massenhaft Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wie man heute sagen würde, gemacht. Ja, eine Sache wollte ich noch ergänzen. Also was man, denke ich, relativ klar zeigen kann, ist, dass 1939 der Krieg nicht so ohne weiteres hätte geführt werden können, wenn nicht schon auch zur Weimarer Zeit bereits an einer Wiederaufrüstung gearbeitet wurde. Ja, zumindest in Form von Entwicklungsaufträgen. Wenn also die Nazis 1933 da wirklich auf
bei Null hätten anfangen müssen, wäre das bis 1939 nicht zu einer Armee gekommen, die einen Krieg hätte führen können. Ne? Es war übrigens interessanterweise die Sowjetunion, die hier das Deutsche Reich maßgeblich unterstützt hat, weil nämlich Ja. deutsches Militär in der Sowjetunion in der Zeit der Weimar, in der Weimarer Zeit, als das dem deutschen Militär eigentlich verboten war, bestimmte Übungen durchzuführen, bestimmt und so weiter, sind diese Soldaten und Offiziere von der in die Sowjetunion gegangen und dann von der Sowjetunion unterstützt worden. Also diese Unterstützung gab es schon in der Weimarer Zeit. Man Und hat daher zusammen war diese Panzer entwickelt, auch Anbahnung ja, stimmt. die Annäherung des Deutschen Reiches an die Sowjetunion eigentlich nichts, das dann überraschend erfolgte, sondern man hatte eigentlich lange Unterstützung aus der Sowjetunion erfahren. Ja, weil auch die Sowjetunion in gewisser Weise international isoliert war. Also Ganz die wurde genau, ja. sozusagen auch von den Ja. Westalliierten irgendwo als Gegner gesehen. Ja, die hatten ja auch Ja. noch eine gewisse Zeit lang das zaristische Russland unterstützt im Kampf gegen den Kommunismus. Und da haben sich halt die beiden Außenseiter sozusagen so verbündet. Ne? Das ist ja, Ja. war zwar keine Liebesverbindung, aber es war eine Zweckgemeinschaft. Ne? Das möchte ich gar nicht mal sagen. Denn die Verbindung Deutschland und Russland ist ja eine durchaus alte Verbindung. Also wenn man zum Beispiel noch sieht, in der Zeit der napoleonischen Kriege etwa, wo Preußen im Prinzip am Boden und nahe der Auslöschung war, ob sich nun Russland wirklich so nachhaltig eingesetzt hat für den Erhalt von Preußens, das wissen wir heute nicht mehr mit letzter Sicherheit. Aber eine, sagen wir mal, emotional, oder wenn wir dann noch sehen, weiß ich nicht, Katharina die Große und andere Figuren, also dass aus Russland eine Zuneigung zu Deutschland und umgekehrt auch eine Russophilie aus Deutschland, das ist eine doch sehr viel ältere Geschichte. Gut, okay, das mag sein, aber jetzt die Systeme waren nicht unbedingt befreundet, sage ich mal. Also. Nee, das ist richtig. Aber Mentalitäten von Freundschaften sind ja lange. Also wenn man denkt, zum Beispiel die Entente, also die Freundschaft zwischen, die Verbindung zwischen England und Frankreich, war ja vergleichsweise eine junge Sache. Denn Frankreich und England waren ja viele Jahrhunderte lang eigentlich Feinde. Und solche Sachen haben halt wirklich Traditionslinien, die Jahrhunderte gehen. So wie zum Beispiel die wenig bekannte Freundschaft zwischen Großbritannien und Portugal. Ach so, ja, ganz interessant. Ja, ein Punkt, was ich hier noch auf dem Zettel geschrieben habe, ist der italienische Faschismus. Und das Verhältnis Deutschlands zum italienischen Faschismus. Es war ja schon zunächst mal das große Vorbild, oder? Für den Nationalsozialismus kann man das so sagen. Also es ist ja auch versucht worden Das mit der. große Vorbild. Ich tue mich mit dem Wort groß ein bisschen schwer. Der Grund dafür ist, dass natürlich hat das Hitler selber oft zugegeben, ohne den Marsch auf Rom von Mussolini hätte es den Nationalsozialismus nicht gegeben. Das hat Hitler mehrfach gesagt. Und das ist sicherlich auch eine absolut wahre, korrekte Einschätzung gewesen. Aber sagen wir mal so. Es gibt genug, erstens mal hat Hitler immer wieder in Gesprächen klargestellt, dass sich die Nationalsozialisten nicht als Faschisten sahen und sich auch verbaten, sich als solche bezeichnen zu lassen. Aha, Also okay. in der Bezeichnung, in der Terminologie war für die Nationalsozialisten Faschismus etwas Nicht-Deutsches. Ah, okay. Welche Gründe das genau hat, ist mir auch nicht ganz nachvollziehbar. Aber die Mitglieder der NSDAP, die führenden Mitglieder der NSDAP haben das immer wieder betont. Wir sind Nationalsozialisten, keine Faschisten. Faschist war ein spezifischer Terminus technicus im nationalsozialistischen Deutschland für den italienischen Faschismus und auch nur für diesen. Und es war immer ein Herabsehen. Also man hat das immer als ein bisschen, man hat schon Mussolini selbst immer als etwas, na nicht ganz so ernst zu nehmenden Kandidaten in den führenden Kreisen der NSDAP gesehen. Das wurde schon relativ schnell klar. Also eine Hochachtung der Person. Mussolini war einfach zu südländisch schrill, ich sag's mal ein bisschen so, für das
strenge und vergleichsweise nüchterne Gemüt, das bei vielen führenden Nationalsozialisten vorherrschte. Und dieses Rom-Gepränge und dieses, wir sind das neue Römische Reich, das ist doch von vielen Nationalsozialisten als eher lächerlich empfunden worden. Und auch, es war ja auch, sagen wir mal, der völkische Gedanke bei Mussolini nicht so stark ausgeprägt, was man in Nazi-Deutschland als eine sehr große Schwäche ansah, in der man sozusagen die Italiener, den italienischen Faschisten, sie belehren müsse, dass sie das noch intensiver verfolgen, diese Sache. Interessant. Ja, das ist ja dann auch während des Krieges war ja auch die Kooperation zwischen Deutschland und Italien bei weitem nicht so erfolgreich wie zum Beispiel zwischen England und den USA. Aber da werden wir vielleicht noch beim nächsten Gespräch drauf zu sprechen kommen. Du hattest ja auch mal gemeint also im Vorgespräch, dass der Nationalsozialismus schon irgendwas ganz eigentümlich Deutsches war, in seiner ganzen Spezifizität. Was hast du damit gemeint? Ich sage es mal so, es gibt, egal von welchen Systemen, kein zweites, das gleich ist. Also weiß ich nicht. Nehmen wir mal Indien und die Demokratie. Natürlich ist Indien eine Demokratie, aber die indische Demokratie ist nicht wie die, weiß ich nicht, Schweizer oder englische oder deutsche oder amerikanische. Sie ist indisch, weil sie eben indisch ist. Und das sage ich nicht, um Indien-Bashing zu betreiben, sondern jede Staatsform ist in jedem Land spezifisch. Nun kann man natürlich sagen, trotz der Widerstände der Nationalsozialisten, sich selbst als Faschisten zu bezeichnen oder zu sehen, ist der Nationalsozialismus eine, ich sag mal, wenigstens faschistoide Bewegung und Partei gewesen. Das kann man, glaube ich, schon sagen, auch wenn sie selbst das nicht gerne hören hätten wollen. Also nur als kleine Aber Zwischenbemerkung, also in dieser Abgrenzung vom Faschismus würde ich auch so ein bisschen das Bestreben sehen, zu kaschieren, dass man sich bei denen schon das Vorbild genommen hat. Ne? Also um nicht als Abklatsch zu gelten, war man dann ja, halt das hat mit besonders Sicherheit auch bemüht, sich da eine Rolle abzugrenzen. Ne? gespielt. Aber sagen wir mal so, wenn wir die verschiedenen Länder zum Beispiel des Warschauer Pakts als Vergleich heranziehen, dann waren sie zwar alle kommunistisch und hatten vieles gemein, aber so wie in Rumänien oder in Tschechoslowakei war es damals noch, oder Polen oder Russland, der Kommunismus jeweils doch eine ganz eigene Färbung hatte, durch die Mentalität der Völker. Gerade die russische Mentalität ist ja eine sehr spezielle, eine sehr, ich sag mal, fatalistisch-nihilistische Mentalität, die die Russen schon seit vielen Jahrhunderten prägt. Und so wie wir Deutschen eine ganz eigene Mentalität haben. Einerseits das Romantische, das hatten wir im Gespräch über deutsche Kultur ja schon oft genug auch erwähnt, also diese Neigung zu Idealismus und Romantik. Andererseits aber auch diese Art der organisierten Gründlichkeit. Und das ist, wenn man mal als Vergleiche nimmt, die stalinistischen Säuberungen waren eher eine von Paranoia geprägte von Stalin, dass man sagte, ich möchte jetzt, dass in, weiß ich nicht, Leningrad so und so viel Prozent festgenommen werden und so viel Prozent ermordet. Das war's. Das heißt, es hatte eher ein chaotisches, willkürliches Element. Ja, Auch wie so die eine. Entwicklungen Ja. auch bei Mao, die Morde, die ja in großer Zahl passiert sind. Aber es gab halt nicht so ein quasi organisiertes Katalogsystem, wie das in Deutschland gemacht wurde. Sowohl mit dem Holocaust als auch mit vielen anderen Dingen, die in Deutschland im Nationalsozialismus gemacht wurden. Und das ist etwas, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wenn England oder Frankreich einen Faschismus gehabt hätten oder einen Nationalsozialismus, dass dort eine solche Art perfektionistischer Organisation von Büros, wie wir Deutschen eben alles machen. Gut, kann man sagen, jetzt seit dem DDR-Zeiten nicht mehr, aber jedenfalls lange Zeit gemacht haben, dass diese Art etwas ist und diese Erscheinungsform, nun kann man sagen, für die Opfer ist es unerheblich, ob sie nach System oder nach Zufall ermordet werden, aber es gibt eben schon, glaube ich, genuine Elemente,
dass diese Form des Faschismus oder der Nationalismus in dieser Weise so, wie er passiert ist, so nur in Deutschland passieren konnte. Er hätte in anderen Ländern auf andere ebenso schreckliche Weise passieren können, das will ich damit nicht sagen. Aber die speziellen Formen, gerade dieses stark organisierte und dieses sehr Hochhängen eines romantischen Idealismus, ich will es mal so ganz vorsichtig allgemein sagen, sind schon so starke Elemente der deutschen Kultur, die zum Beispiel die sehr viel pragmatischeren Engländer, wenn dort ein Faschismus aufgekommen wäre oder ein Nationalismus, ist, völlig anders gemacht hätten. Ja, wobei speziell, glaube ich, auch viele Ideologiefragmente aus dem angelsächsischen Raum ja stammen, ne? Die dann im Nationalsozialismus auch mit aufgegriffen wurden. Magst du mal ein Beispiel nennen? Ja, also diese Herrenmenschen-Ideologie ist, soweit ich weiß, auch vom gewissen Vordenkern des Imperialismus, des britischen Imperialismus, so auch formuliert worden. Also das, er ist dort bestimmt sehr stark gewesen, stärker als an anderen westlichen Nationen lange Zeit. Wobei grundsätzlich die Vorstellung, ich will jetzt hier nicht wie ein Woker klingen, aber es ist durchaus wahr, dass die Vorstellung, dass die Weißen, sagen wir mal, eine überlegene Rasse sind, durchaus etwas, jedenfalls was die westeuropäischen Länder, was die slawischen Länder betrifft, kann ich es nicht sagen, aber in den westeuropäischen Ländern durchaus etwas nicht wenig Verbreitetes gewesen. Naja, aber man muss ja sagen, dass das, was vieles von dem, was ja der Nationalsozialismus zur Ideologie erhoben hat, war ja de facto Praxis in den westlichen Kolonialreichen. Absolut. Ja, also, es bedarf sozusagen einer deutschen Pedanterie, das dann zur Ideologie zu erheben, wo allerdings sich dann auch wiederum eine Art Überkompensation einer vielleicht gefühlten Minderwertigkeit auch drin ausdrückt. Also man braucht so einen überspannten Ultranationalismus als Ideologie, wenn man eigentlich ein fragiles oder vielleicht angeschlagenes und beschädigtes Nationalbewusstsein hat. Ja. Also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Das ist gerade aus dem Landwirtschaftsbereich. Es gab ja in der Vorstellung der Nationalsozialisten einerseits die Vorstellung, es müsse eine absolute landwirtschaftliche Autarkie geben. Das heißt, es müsse eine Art Nährstand geben, so hat man es damals genannt, der die gesamte deutsche Bevölkerung völlig unabhängig von irgendwelchen Importen ernähren könnte. Und das war damals lange schon nicht mehr gegeben und hätte eine ganz starke Umstrukturierung des Reichs erfordert. Die Pläne, es gab halt stark ideologisch gefärbte Pläne, das ist nämlich die Ostbesiedlung. Also man ging im Prinzip davon aus, das war auch fest geplant und ausgerechnet und es gibt sehr viele Papiere und das wurde mit sehr viel Detail geplant und durchgerechnet, dass sozusagen der Ostraum frei werden würde, also schlicht und ergreifend, indem man den Mehrzahl der Leute im slawischen Raum umbringt. Und in diesen freien Raum sollten dann sogenannte Wehrbauern kommen, aus dem sogenannten Altreich. Und die sollten gleichzeitig eine Art Mischung aus Krieger und Bauer sein. Und diese Vorstellung geht sozusagen zurück auf eine Projektion auf, weiß ich nicht, das Germanische und das frühe Mittelalter, wie sich das die Nationalsozialisten vorstellten. Und da haben wir sozusagen, weil wir ja auch Gebiete hatten, die sozusagen die weitgehend landwirtschaftliches Leben war und die Leute im Prinzip gezwungen waren, also Völkerwanderungen in anderen Zeiten, weil groß anderes gab es nicht. Und das war natürlich auch ein sehr spezifisches deutsches Element, wo wir, sagen wir mal, die Ritterschaft Frankreichs oder Englands völlig andere Entwicklungsrichtungen gegangen ist. Und diese Fantasie war eigentlich völlig irreal. Denn die Realität war, es gab niemanden im Altreich, der tatsächlich das Altreich, das sogenannte, hätte verlassen wollen und in diese leer gewordenen Ostgebiete gehen wollen. Ja, das gab es nicht. Das war auch, wenn man dem nachbohrte, war das, es gab dann, ich glaube, der große Mann war Richard Walter Daré, der damals diese Sache mit den Ostgebieten und dem Nährstand, da der hingehen sollte, plante. Und der hat zahlreiche Schriften von Leuten aus, sagen wir mal, den mittleren Rängen der NSDAP erhalten,
die immer darüber klagten, ja, wir sollen eigentlich Leute anwerben, die das wollen, aber es will eigentlich keiner. Ja, und es ist ja auch nicht wirklich, soweit ich weiß, im größeren Maßstab dann umgesetzt worden in den Zeiten, wo man dann auch wirklich Nein, in Osteuropa es besetzt war hatte. schon klar, dass man das während des Kriegs nicht machen könnte. Ja, Das war okay. etwas für die Zeit nach dem gewonnenen Krieg, wie die Ja, Vorstellung okay. war. Aber es gibt unter, ich weiß nicht mal, irgendein Historiker hat mal dann dieses Bonmot aufgebracht, aus einem Volk ohne Raum wäre dann ein Raum ohne Volk geworden. Ne? Also, und das ist, glaube ich, auch eine zutreffende Beschreibung, weil die Vorstellung, dass dort Siedler zu Millionen aus dem Altreich, in dem eigentlich auch alles mehr oder weniger funktionierte, in einen leeren Ostraum gegangen wären, ist eine so abstruse Idee. Aber davon waren halt einige Nationalsozialisten, wie Hitler selbst. Und dann, wie gesagt, einer, den er damit beauftragte, Richard Walter Daré, war da lange Zeit sehr einflussreich. Die waren wirklich davon überzeugt, die meisten Deutschen würden nur darauf warten, dass da ein Kolonisationsraum frei wird. Und das ist halt einfach auch wieder eine Sache, die auf eine ältere Wurzel zurückgeht, nämlich die Tatsache, dass Deutschland im Prinzip nie eine Kolonialgeschichte gehabt hat. Ja, Also also. eine außer, sagen wir mal, eine Würstchenfabrik in Tanganyika, wie irgendwie ein englischer Komiker mal sagte. Naja, ich meine, man muss das mal vielleicht einordnen. Wenige Jahrzehnte vor dem Zweiten Weltkrieg war ein solcher Landnahmeprozess ja in den Vereinigten Staaten noch gar nicht abgeschlossen. Also Darauf bezog man sich auch. darauf bezog Also man ja. man glaubte wirklich, man könne dann in der Mitte und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch eine Politik betreiben, wie die USA, also wie die amerikanischen oder vormals englischen Kolonisten einige Zeit vorher. Und dafür war, sagen wir mal, weltpolitisch die Zeit schlicht und ergreifend abgelaufen. Zumal man ja auch nicht, sagen wir mal, wie soll man jetzt sagen, ich sage das nicht wertend, aber man traf in der Kolonisation Nordamerikas ja auch Kulturen, die weit unterentwickelt waren im Vergleich zum Westen Ja. und deswegen, sagen wir mal, relativ leicht auch zu beseitigen. Wobei man fairerweise sagen muss, nach den aktuellen Forschungsstand war der größte Teil der Entvölkerung, wie heißt er, Jared Diamond, der ganz Germs ein Stil geschrieben hat mal berechnet, dass 90% sind durch Krankheiten gestorben, der sogenannten Indianer, und nicht durch irgendwelche Gewalttaten. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber die Dimension wird stimmen. Also es ist durchaus nicht so, dass ein voll besiedeltes natives Amerika durch die Kolonisten quasi entvölkert wurde, wie das in Linken heute behauptet wird, sondern viele der Siedler, die dann kamen ab 1600, fanden da schon weitgehend entvölkerte Räume vor. Wobei ich mich nicht, ich frage mich an der Stelle mehr, warum war das denn immer so einseitig mit diesen Seuchen? Also so ganz traue ich dem auch nicht, aber gut, ich bin auch kein Experte, müssen wir Das jetzt hat nicht das, drauf abbiegen, die, ne? ich kann dir nur die Erklärung von Jared Diamond geben, weil es hier sehr viel mehr Nutzvieh gab, mit der wir die ganze Zeit zusammenlebten. Hm, okay. Und wir sozusagen durch die gegenseitige Infizierung dieser beiden, einerseits der Nutztiere, mit denen wir lebten, und die Menschen quasi einen sehr viel höheren Immunstand hatten, als in was gab es in Nordamerika, da gab es gar nichts. Also ich muss mich mal schwer überlegen. Also Kleinvieh, Vögel, so, das war's. Ja. Ja, gut, das müssen wir jetzt nicht klären, aber Tatsache ist, dass natürlich insofern glaube ich schon eine Asymmetrie in dieser Wahrnehmung herrscht, dass praktisch vom Nationalsozialismus kolonialistisches Denken gegen mehr oder weniger europäisch lebende Menschen angewendet werden sollte. Das Ja. ist richtig, ja. Und das war wirklich also sagen wir mal, insofern ein kardinaler Denkfehler. Wie gesagt, jetzt von der Moral, die Moral ganz beiseite gelassen, ein kardinaler Denkfehler. Denn die Vorstellung, dass, sagen wir mal, die restliche weiße Welt dem zugesehen hätte, wie Ja, Leute es quasi ist im Prinzip der eigenen zu Millionen niedergemetzelt werden. Denn wie gesagt, nach dem jetzigen Forschungsstand war das auch bei der Vertreibung und Vernichtung der Indianer nicht in diesen Ausmaßen der Fall, dass man, denn wie gesagt, 90% oder es könnten auch 70 gewesen sein, das ist völlig egal, aber jedenfalls der größte Teil starb nicht dadurch, dass sie niedergeschossen oder in Lagern umgebracht wurden. Und also das gut, da muss man jetzt nicht lässt reden, sich gar nicht vergleichen. es ist Aber die natürlich. Nazis haben sich immer darauf berufen und gesagt, ja, weil die Amerikaner das gemacht haben, dann dürfen wir das auch. Und das war vielfach eine völlig absurde Also Einschätzung. es ist natürlich irrsinnig. Da müssen wir nicht drüber streiten, aber es ist natürlich insoweit
haben die Nazis ja auch dem westlichen Kolonialismus ein Stück weit den Spiegel vorgehalten. Ja, also noch in, also ich meine, es gibt von Hitler den Ausspruch, was interessiert die Briten, was wir mit den Polen machen? Wir fragen ja auch nicht, was die mit den Indern machen. Also ist Ja, richtig. also muss auch, das muss man sich immer auch mal gewahren. Also zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war natürlich das britische Empire ein Reich, in dem es de facto natürlich sowas wie eine Herrenrasse gab. Was war natürlich massiv rassistisch. Und als Inder konntest du natürlich nicht in die Position aufsteigen, in die du als Brite aufgestiegen bist. Ja, es war natürlich eine Klassengesellschaft, die sich ethnisch definierte. Ja, selbstverständlich, Ich, ja. ja, ein Einwand möchte ich aber dennoch geben. Und da ist das lässt sich erkennen an dem Vorgehen von Mahatma Gandhi. Ein Mahatma, und das ist Mahatma Gandhi auch schwer vorgeworfen worden, denn er hat sich nämlich in dieser Art und Weise zu den Juden geäußert. Gandhi hat den Juden nämlich in der Zeit des Dritten Reichs geraten, auch Nicht-Kooperation und passiven pazifistischen Widerstand zu leisten. Und das hat Martin Buber, war einer der führenden deutschen Juden, die empört einen Brief an Gandhi schrieben. Und darin steckt auch sehr viel Wahrheit. Denn die britische Zivilisation, bei all ihrer Brutalität, die sie davor und auch noch bis dahin gezeigt hat, konnte man eben durch einen pazifistischen Widerstand langfristig dazu bringen, zu gehen. Es wäre unvorstellbar gewesen und absolut undurchführbar, dass die Juden oder in Zusammenarbeit mit anderen verfolgten Gruppen sagten, wir machen jetzt Hungerstreik oder wir machen jetzt einen Salzmarsch oder einen Nordseemarsch oder was weiß ich. Die Nationalsozialisten hätten die alle inhaftiert und niedergeschossen. Ja, das stimmt natürlich. Also so gesehen war natürlich der Nationalsozialismus ein totalitärer Extremismus, ja, wie natürlich auch, was weiß ich, bei Pol Pot in Kambodscha und so weiter auch irgendwo Ja. zutage. Das ist natürlich noch was ganz Spezielles. Und das Gegen ist. oder auch gegen Mao oder Stalin, gegen solche Leute kannst du nicht pazifistischen Widerstand oder Hungerstreiks oder sowas machen. Das ging halt mit dem britischen Empire, weil das britische Empire bei all seiner Grausamkeit, die nicht zu leugnen ist, eben nicht auf einer Stufe stand mit dem Dritten Reich oder Stalin. Ja, da war auch Da beißt die Maus einfach keinen die Faden, Struktur, sorry. natürlich, die Struktur war natürlich auch eine ganz andere. Das Kolonialreich hat ja ganz anders funktioniert. Da hat man sehr viel stärker auch mit den lokalen Mächten irgendwo kooperiert. Das war ja auch also ich will mal sagen, das riesige Empire wurde ja von einer vergleichsweise schmalen Mannschaft ja irgendwo verwaltet, ne? Und deswegen musste Es ja gab das auch in Herrschaftsprinzip ganz anders Großbritannien sein, schon ja. relativ früh veritable Kritik am Vorgehen. Also ganz bekannt, der Name, den weiß ich nicht mehr. Es gibt eine Statue sogar für ihn in Großbritannien noch. Das war einer der ersten und der war, ich weiß nicht, Parlamentarier, Lord oder irgendwas, also eine ganz hohe Persönlichkeit, die schon für die Abschaffung der Sklaverei sich eingesetzt hat. Und gilt als einer der ersten. Ich habe vor längerer Zeit mal über den gelesen. Und das wurde dann also es wurde auch vom englischen Staat ja sogar finanziert, die Abschaffung der Sklaverei. Also England hat relativ viel dafür bezahlt, Sklaven freizukaufen. Und das war eine nicht geringe Fraktion in Großbritannien. Und womit ich nicht die dunklen Kapitel der britischen Geschichte jetzt ignorieren will, die sind mir genauso bekannt. Aber Großbritannien war kein so monolithischer Block. Und es gab auch da schon, sagen wir mal, sehr viel humanitärere Kräfte, die Vorgehen sehr viel eher kritisierten. Naja, Während es im also nationalsozialistischen Deutschland, im stalinistischen Russland und im maoistischen China keine kritischen Stimmen mehr gab, weil wer eine kritische Stimme erhoben hätte, wäre tot gewesen. naja, also das ist natürlich schon der ganz kategorische Unterschied. Das britische Empire war irgendwo was Gewachsenes, ja, wo auch viel, ich will mal sagen, wo nicht von der Katheder irgendeine Ideologie dann generalstabmäßig vom Reißbrett irgendwelche Fantastereien in die Wirklichkeit umgesetzt werden sollten. Das ist schon etwas spezifisch Modernes und war so wahrscheinlich nur im 20. Jahrhundert möglich. Und das ist natürlich schon ein ganz grundlegender Unterschied. Das muss man schon natürlich festhalten. Nichtsdestoweniger ist natürlich hat sich in Deutschland diese Fantasie natürlich wahrscheinlich entwickelt, eine Art nachgeholten Kolonialismus, weil man so die Intuition hatte. Also so versuche ich mir das zu erklären. Wir sind doch eigentlich auch Teil des westlichen Europas, ja. Aber daran durften wir keinen Anteil haben an der Kolonialgeschichte, ja.
Also wir haben doch eigentlich auch ein Anrecht darauf, ja. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ein bisschen habe ich Bauchschmerzen mit dieser Theorie. Ich will nicht sagen, dass sie nicht wahr ist. Denn letztlich ist natürlich, was für Rechtfertigung in den Köpfen von Nationalsozialisten existierten, an die sie selber glaubten, für uns nicht wirklich nachvollziehbar. Denn Menschen, die so anders sind als, sagen wir mal, wir, sind nicht wirklich verstehbar. Ist es jedenfalls meine Überzeugung. Aber ein bisschen erscheint mir das auch vorgeschoben zu sein, denn eine, sagen wir mal, einen Hass auf Slawen, das war schon etwas unter den Nationalsozialisten sehr Spezifisches. Ich meine, andere Völker haben ja andere spezifischen Hass auf jeweilige Völker. Das ist sehr vielen verbreitet. Aber diese Vorstellung, nun kann man sagen, ja gut, die haben sich die Slawen genommen als Ziel, weil sie ihnen das leichteste Ziel waren. Ja, aber das erscheint mir ein bisschen unsinnig, denn es ist ja auch nicht so, dass der Ostraum, sagen wir mal, bis 1930 oder 1933 nur die Leute in Holzhütten gelebt hätten. Nee, Ja. nee. Nein, also gerade Tschechien war zum Beispiel hochindustrialisiert und Und war Teil des anders. Heiligen Römischen Reichs Ja, für also, lange Zeit. Also es war alles ja. andere als Fremdgebiete, ne? Die nun irgendwie gesagt hätten, ja, das rechtfertigt, dass wir die jetzt so als Kolonie sehen, wie ein Land, das, weiß ich nicht, Indien lag für Großbritannien am anderen Ende des Globus oder Afrika weit weg, ne? Da kann man sagen, das ist sozusagen für die Bevölkerung, die da ist, das ein Böses, das sie nicht sehen, weil es ist weit weg. Ne? Und Polen oder Tschechien zu überfallen, war für die Deutschen nichts, was weit weg ist. Ne? Also, da war es schon eine gewisse Verdrängungsleistung zu sagen, ja, damit haben wir nichts zu tun, das geht uns nichts an. Ja, es ist auch eine große Narretei gewesen, weil gerade Mittelosteuropa und die deutsche Kultur ja sehr eng auch immer verbunden waren, ja. Ja, auch das. Und ausgesprochen auch das, also gerade auch das jüdische Element, die haben ja eine Art deutsche Sprache gesprochen. Das Jüdische ist ja ein Nebenzweig des Mittelhochdeutschen, ja. Also das Jiddische, ne? Ja. Ist sozusagen auch eine deutsche Sprache, wenn man so will, ähnlich, was weiß ich, wie das Niederländische auch von dem deutschen und Mittelhochdeutschen ja abstammt, ne? Und also ich sehe das als im Grunde genommen geistes- und kulturgeschichtlich als ein Desaster an, was bis heute anhält. Also diese Zerstörungswucht der Weltkriege ist bis heute für Mittelosteuropa im Grunde genommen eine Katastrophe. Ja. Weil, also ich will jetzt hier mal eine These in den Raum stellen. Ich vermute, hätten die Weltkriege nicht stattgefunden, ja, hätte sich das kulturelle Schwergewicht in Europa, das im 18. und 19. Jahrhundert oder vielleicht 17. und 18. Jahrhundert vor allem in England und Frankreich einen Schwerpunkt hatte. 18. und 19. Jahrhundert, das hat dann Deutschland natürlich auch viel aufgeholt, keine Frage. Aber ich vermute, es hätte sich nach Mittelosteuropa verschoben, weil auch Russland am Vorabend der russischen Revolution im Grunde genommen eine aufstrebende Nation war. Also es gab dort auch sehr, ich will mal sagen, progressive, optimistische Kräfte. Man hatte ja in Wissenschaft und Kultur weitgehend den Anschluss an den Westen geschafft. Es gab halt das Problem, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse da weit hinter zurück waren. Aber wenn das in einer konstruktiveren Weise sich gefunden hätte, als es dann im Kommunismus geendet ist, wäre Russland auch ein unglaublicher Aufstieg bevorgestanden, ja. So, das hätte das geistige Klima des Westens grundlegend verändert, ja. Und wir wären heute in einer ganz anderen geistesgeschichtlichen Gegenwart, als wir jetzt sind. Und die Weltkriege haben dazu geführt, dass bis heute eigentlich Mittelosteuropa, Ost- und Osteuropa im Kontext des Westens eher provinziellen Charakter hat, ja. Und das ist die große Zerstörung, geistige Verheerung, die also die beiden Weltkriege eigentlich zur Konsequenz hatten, ja. Ich muss da klar widersprechen. Na wunderbar, dann haben wir mal was richtig Kontroverse hier. Ich glaube das nicht. Ich sehe die russische Gesellschaft des Zarenreichs, da gab es natürlich Komponisten, Autoren, klar gab es.
Aber die starke Verwebung eines, ich sag mal, einerseits einer Art Oligarchie im weitesten Sinne, sowohl der alte Adel wie auch die Neuindustriellen. Und dieses starke russische Phlegma, das die russische Kultur bis heute auszeichnet, glaube ich nicht, dass es eine wirtschaftliche Vorwärtsentwicklung gegeben hätte. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch, dass das für China genauso gilt. Ich glaube, wenn es nicht den Kommunismus gegeben hätte mit dem dann in neuester Zeit aufkommenden kapitalistischen Kommunismus, den wir in China ja nun sehen, würde China heute, ich weiß nicht, ob es ein Drittweltland sein würde, aber es hätte jedenfalls lange nicht den wirtschaftlichen die wirtschaftliche Kraft, die es heute hat. Na gut, was bei China würde ich jetzt einwenden, dass vielleicht Taiwan ja das Modell für ein China gewesen wäre ohne Kommunismus. Denn Taiwan ist ja sozusagen das Nationalchina, ne? Der kleine Rest, der dann von Mao nicht erobert werden konnte. Und die haben ja doch eine deutlich dynamischere Wirtschaftsentwicklung hingelegt Das als. überzeugt mich nicht. Zum einen mal ist Taiwan eine kleine Insel und eine kleine Insel vorwärts zu bringen, ist immer sehr viel leichter als ein riesiges Gebiet wie China oder Russland vorwärts zu bringen. Und das Problem ist, wenn China und Russland, und ich weiß, das ist jetzt moralisch ein nicht sehr schöne Sicht, das ist als Historiker aber trotzdem meine Sicht. Wenn Russland und China, sagen wir mal, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Demokratien westlichen Modells gekommen wären, hätten diese demokratischen Regierungen überhaupt nicht die Kraft gehabt, diese ganzen alten Strukturen in irgendeiner nennenswerten Weise allzu schnell zu beseitigen. Also es gibt ein anderes Beispiel, das ist aber auch keines aus einem demokratischen Staat, das sind nämlich die berühmten Meiji-Restaurationen. Also das war der japanische Kaiser Meiji, der im 19. Jahrhundert, genaue Jahreszahlen weiß ich nicht mehr, jedenfalls der berühmte Film The Last Samurai, der letzte Samurai ist in dieser Zeit angesetzt, in dem er sozusagen das Samurai-Wesen abschaffte und all diese alten Geschichten und Japan in die Moderne katapultierte, aber auch auf Befehl. Und wie man, wenn man den Film ansieht, auch wenn es eher eine Romantisierung der Zeit ist, es gab tatsächlich Kriege der Samurai gegen die normale Militärs. Und es musste einfach mit Gewalt auch im kaiserlichen Japan, auch wenn das nicht eine Diktatur in diesem Sinne gewesen ist, aber es musste einfach mit Gewalt durchgesetzt worden. Eine Demokratie westlich-liberalen Zuschnitts hätte überhaupt nicht die Wirkkraft besessen. Ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen, diese ganzen unglaublich festen und auch sehr starken alten Strukturen zu beseitigen. Und das wäre nötig gewesen, um einen irgendwie nennenswerten wirtschaftlichen Fortschritt zu bringen, der mit unserem vergleichbar gewesen wäre. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Natürlich hat Russland einen großen strukturellen Unterschied zu zum Beispiel Deutschland. Russland ist ja chronisch an der holländischen Krankheit erkrankt, ne? Also sprich, der große Rohstoffreichtum beherrscht nach wie vor die Ökonomie von Russland und das hemmt in der Tat die Entwicklung einer Industrie, ne? Das ist, also bis in die Gegenwart ist das ja ein großes Problem von Russland. Und ja, bis in der Gegenwart dominieren ja auch Staatskonzerne das Geschehen. Gut, wir müssen das jetzt nicht endgültig entscheiden. Das sind auch so, das ist immer ein bisschen schwierig. Das sind so Was-wäre-wenn-Fragen gewesen in der Geschichte. Ne? Das Die, weiß man mit die, letzter Sicherheit nie, aber ich sage das nur, weil mir es wichtig ist, ja. dass man über diese Dinge, sagen wir mal, offenen Ja. Auges. Ja, also die machen natürlich am Kaminfeuer auch unglaublich Spaß, da mal so ein bisschen zu spekulieren, aber man muss immer dann auch mal ein bisschen wild gewordenen Geister ein bisschen einfangen und sagen, naja, das ist jetzt halt auch Spekulation. Aber nichtsdestoweniger, na, vielleicht liegt auch die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich meine, das ist vor allem auch so kulturell gesehen, ja, weil eben Mittelosteuropa tatsächlich im 19. Jahrhundert natürlich unglaublich aufgeholt hat, verglichen mit Westeuropa. Ich denke, das kann man auf jeden Fall schon festhalten, ne? Russland hatte im Wesentlichen im 19. Jahrhundert intellektuell den Anschluss gefunden, hat auch schon im 19. Jahrhundert eigenständige Beiträge geleistet, was weiß ich, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder
ja, in der Literatur, Musik etc., ja. Sodass das schon auch irgendwo ist, zumindest da ein Stück weit eine Erfolgsgeschichte gab. Ob jetzt sozusagen, natürlich hast du insofern nicht ganz Unrecht, als diese Krise, die aus einerseits diesen, ich will mal sagen, westlich orientierten bürgerlichen Kreisen von St. Petersburg, sagen wir mal, und den doch sehr rückständigen gesellschaftlichen Strukturen auch natürlich ein Problem war. Ja. Es gab einfach in diesen Gesellschaften, sowohl in Russland wie in Ja, vielen das könnte auch osteuropäischen sein. Ländern, genauso wie in China, einen sehr viel größeren Teil, der als Landbevölkerung arbeitete, also oder lebte. Ne? Also, und die sehr bildungsferne Schichten gewesen sind, die man selbst, sagen wir mal, normaler Industriearbeit nur sehr schwer hätte zuführen können. Ja, du, ich muss hier langsam ein bisschen aufhören, aus sozialen Gründen. Wir wollten zwar eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg kommen, haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber ja, vielleicht machen wir auch drei Teile draus, müssen wir schauen. Das Thema ist natürlich unerschöpflich. Wir sind noch gar nicht so richtig auf die Innenpolitik des Nationalsozialismus zu sprechen gekommen, was ja dein Spezialgebiet ist. Trotzdem denke ich, haben wir doch einiges auch abgehandelt. Hast du jetzt noch einen wichtigen Punkt, der dir besonders auf dem Herzen liegt? Nein, ich glaube, in diesem Bereich bin ich erstmal fertig und wir können uns auch beim nächsten Mal dann an weiteren Punkten Genau. wieder etwas konzentrierter Okay. dem Ja, Thema in diesem zuwenden. Sinne, es waren zwar trotzdem gut 1,5 Stunden, also es ist auch jetzt hier keineswegs ein kurzes Gespräch. Naja, man muss ja nicht immer an den 3 Stunden, ich glaube, unser letztes Gespräch war mal 2,5 Stunden. Das ist natürlich schon fast eine Zumutung, ne? Ein so gewichtiges Thema verdient es, glaube ich, auch, dass die Leute nicht 3 Stunden Ja, überfordert das stimmt. werden, vielleicht. Okay, also dann danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch. Auch diesmal durchaus divergente Sichtweisen, aber das macht es ja auch interessant. Dann könnt ihr euch eben da auch selbstständig Gedanken drüber machen, ohne dass wir hier durch zu großen Konsens scheinbare Einigkeit eben suggerieren. Also in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an euch, dass ihr uns bis hierher gefolgt seid. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.